Gänse sind eigentlich das, was ich schon immer mal ausprobieren wollte. Dass ich mit Gänsen zusammen irgendwas mache, die aber auch wirklich extrem mit mir zu tun haben. Also nicht nur anschaue, sondern auch mehr mit Gänsen umgehen kann. Und da bietet sich das natürlich am meisten an, dass ich selbst Gänse aufziehe. Und das habe ich mir eigentlich schon immer mal gedacht, dass das eine ganz tolle Situation wäre, selbst Gänschen zu haben und die aufziehen zu können. Und dann, dass die Gänse sich einfach hoffentlich wirklich auf mich prägen, mich als Mutter akzeptieren. Hier im Leipziger Stadtgut Mölkau werden Pommersche und Graugänse in Freigehegen gezüchtet. Jasmin will ihre Gänse bei sich zu Hause ausbrüten und großziehen. In ihrer Wohnung, mitten in der Stadt. Aber Jasmin hat sich schon gründlich informiert, wie alles klappen könnte. An Gänsen ist das Besondere, denke ich, dass sie von klein auf sich wirklich an eine Person oder an ein Tier, also eigentlich ist es ja die Gänsemutter, dass sie sich an wirklich sehr anhänglich sind. Weil Katzenkinder zum Beispiel, die streuen ja irgendwann draußen rum, trennen sich von der Mutter so. Bei Gänsen ist das anders, dass die eigentlich sich wirklich an eine Person binden oder wie gesagt an ein Tier und dann mit dieser Person, was ich ja dann wäre, die Welt sozusagen erkunden. Und ich glaube, wenn man dann so eine kleine Gänseschar um sich rum hat, mit der man alles Mögliche erforscht und die auch immer mal kommen und nachfragen, ob denn das Gras nun in Ordnung ist, dann ist das schon sehr besonders, als wenn man Hühner aufzieht, die nur von selbst irgendwie picken. Damit sie ihr Experiment starten kann, hat Jasmin vorher ihren Vater überredet, ihr Sparschwein geschlachtet und einen Brutkasten gekauft. Schließlich kann sie sich ja nicht selbst auf die Eier setzen. Das ist die Bedienungsanleitung. Na ja, die legst du mal rüber. Aha. Sieht ja interessant aus. Brut- und Schlupf, Gebrauchsanleitung. Ein Handtuchhalter. Ja, na, weiter raus. Dass die dann. Warte mal, das klebt jetzt mit einer Hand. Wochen später. Mach doch mal hier keinen Stress. Das kriegen wir schon noch hin. Oder ich. Ich habe hier noch einen Deckel. Was ist das? Das ist das kurbelt dieses Zeug hier an, weil die sich einmal drehen müssen irgendwie. Was, die Hühner? Nein, die Eier. Nicht die Hühner. Ich gehe mal schnell in den Tag. Drei Tage später geht Jasmin wieder ins Bruthaus und darf sich ganz allein ihre Gänseeier aussuchen. Mit der Lampe durchleuchtet sie die Eier und prüft, ob die befruchtet sind, damit aus ihnen auch wirklich einmal Küken schlüpfen können. Merkwürdig, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass da jetzt ein fast entwickeltes Gänsekind drin ist, was irgendwie schlüpfen soll bald. Weil die sind ja so klein verhältnismäßig. Wie soll das gehen, dass die da so klein drin liegen? Das kann nicht, geht nicht. Das übertrifft meine Vorstellung. 10 Eier hat Jasmin zur Auswahl. Jetzt muss sie selbst entscheiden, welche sie davon mitnehmen will. Nur 7 sind wirklich befruchtet. Und da werde ich sie, glaube ich, alle einpacken, weil die Geschwisterchen hier allein zurückzulassen, selbst wenn da vielleicht doch nichts drin ist, das kann ich nicht machen. Die sollen schon alle mitkommen, die Eier. Hallo Jasmin. Hallo Frau Richter. Und, alles okay? Hast du passende Eier gefunden, die du mitnehmen möchtest? Ja, die nehme ich alle mit. Alle mit? Ja. Und was hast du da? Hast du deinen Brutschrank schon zu Hause alles vorbereitet? Ja. Ist das dann auch alles reibungslos? Also ich hoffe, dass es reibungslos klappt. Ich habe ihn vorgeheizt, also er hat jetzt die richtige Temperatur. Ja. Ich habe mir auch nochmal die Anleitung durchgelesen und alles, dass es auch richtig klappt. Das ist jetzt bei 38,3 Grad. Ist das in Ordnung? Na, 37,8. 37,8. Also wenn es ein bisschen tiefer ist, ist es nicht tiefer schlimm. Besser jetzt beim Schlupf. Ja. Und denke dran, was ich dir erzählt hatte, ganz wichtig ist die Luftfeuchte. Ja. Dass die beim Schlupf wirklich gegeben ist. Sollte zwischen 80% und 90% liegen. So, Jasmin, dann wünsche ich dir ganz viel Glück zu Hause, viel Erfolg. Und wenn sie geschlüpft sind, würde ich dich gerne zu Hause besuchen und mir anschauen, was es für Erfolge erzielt hast. Das wäre super, wenn sie das machen könnten. Zu Hause angekommen, legt Jasmin die Eier sofort in den Brutkasten, damit sie nicht abkühlen.
Es ist gar nicht so einfach, alle 10 unterzubringen. Weil es hier auch so doof aufgewellt ist. Aber so müssen es jetzt ungefähr hinhauen. Jetzt kann das Experiment beginnen. In 3 Tagen müssten die Gänsekinder aus den Eiern schlüpfen, wenn alles gut geht. Jetzt sind es 32 Grad. Dadurch, dass ich den Deckel abgemacht habe, ist also die Temperatur auch wieder gefallen. Und die Heizung wird das aber wieder konstant bringen. Das ist auch nicht so schlimm, dass es ein bisschen kühl war, weil die Gansmutter auch beim Brüten manchmal das Gelege verlässt, sodass die Luft gut wechseln kann. Und da werden die auch ein bisschen kühl. Deswegen denke ich nicht, dass jetzt hier irgendwas passieren wird. Und die Temperatur wird ja wieder auf 37,56 Grad hoch schnipsen. Und dann wird das schon funktionieren mit dem Ausbrüten. Es wäre schön, wenn ihr mich hören könntet, aber das klappt wahrscheinlich nicht recht. Naja, dann werde ich es mal mit der Geige probieren. Jasmin muss jetzt schon mit den Gänsekindern im Ei Kontakt aufnehmen. Wen die Tiere zuerst hören und sehen, den erkennen sie später als ihre Mutter an. Ich hoffe, dass ich durch das Spielen vielleicht schon so einen kleinen Bezug zu den herstellen kann. Weil ich denke, dass die durch das Ei durch vielleicht schon was hören können. Aber da der Brutkasten noch drumherum ist, denke ich nicht, dass meine Stimme dazu reicht. Und deswegen habe ich jetzt probiert, denen was vorzuspielen. Und es kann ja sein, dass sie schon was hören. Ich habe mir das Schlüpfen immer so vorgestellt, dass dann irgendwie wie so ein kleiner Riss kommt erstmal, den die eben mit diesem Eizahn machen. Und dass sie dann rundherum immer weiter picken, sodass sie dann oben rausschlüpfen können. Also ich habe es mir auch mal in dem Buch durchgelesen und so wurde das dann auch beschrieben. Und so stelle ich mir das ungefähr vor. Mal sehen, wie es in Wirklichkeit ist. Wie die richtigen Gänsemütter feuchtet Jasmin die Eier an, damit die Schale weich und das Schlüpfen erleichtert wird. Das war jetzt gerufen. Jetzt ruft's. Jetzt fragt's an, wo die Mama ist. Hey, 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 hey. Wenn ich das jetzt so mit meinen menschlichen Emotionen, die ich jetzt gerade in mir trage, interpretieren soll, dann würde ich jetzt sagen, dass es gerade nach mir ruft. So nach dem Motto, Mama, ich höre dich und ich möchte jetzt zu dir, was aber leider nicht geht, weil ich noch in diesem blöden Ei sitze. Das ist jetzt aber auch schon wieder dieses menschliche Denken. Das kann natürlich auch was vollkommen anderes heißen. Aber es klingt so, wie so ein Kind, was nach der Mama weint. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Stressi ist da, Stressi ist da. Aber stressig. Guck da rein. Das gibt's doch gar nicht. Wo denn? Da, in der Ecke. So, ein bisschen. Nee, nicht da. Hm? Da. Von links kommt ein Strauß. Hahaha. Sag doch mal was. Der sieht aus wie ein alter Mann, oder? Nee, achso, der darf sich nicht sehen. Geh weg. Hat sich's ja gelohnt. Der war doch heil. Ah, der liegt da. Ich weiß gar nicht, was er mit der Welt anfangen kann. Oh Mensch, der Hunger. Ach, guck mal, der probiert schon aufzustehen. Oh, oh. Ich klinge bestimmt wie so ein hysterisches Weib, aber. Oh. Was geht? Hey, 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 hey.
Kleiner, wir setzen dich jetzt mal hier ein bisschen vor. Bleib mal bitte da. Vorsichtig. Jetzt kriegst du nämlich mal ein bisschen Wasser vorgesetzt. Genau, der Durst. Ja, ja, hau mal rein. Ja, huch. Gucke. Doch noch nicht. Ja. Doch, doch. Na, mal probieren. Rein. Der nimmt noch. Hier. Och, Kleine. Das ist so cool. Wie. So. Naja, du sollst nicht dran ersticken. Jasmins erstes Küken ist geschlüpft. Zwei weitere zwängen sich am gleichen Tag noch aus den Schalen. Ich meine, ich habe hier gerade ein Küken bei mir sitzen, was nicht mehr ohne mich kann. Das ist ja, wow, und dann in der Kiste noch zwei und das ist ja unglaublich. Ich meine, ich habe einfach nur Eier genommen und einen Brutkasten und habe gehofft, dass was wird und habe jetzt drei gesunde, lebendige Küken, die rumpiepsen. Das ist eigentlich unfassbar. In meinem Zimmer. Nicht in irgendeinem Bruthaus, sondern hier bei mir. Und das ist verrückt irgendwie. Das ist Pauline, wenn ich vorstellen darf. Das Erstgeschlüpfte. Und Pauline haben wir heute